Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es 15 Karten aus diesem Block. Den gibt es neu bei Action und ich fand den so schön, ich konnte nicht warten. Ich musste einfach legen. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch. Achso, wartet mal, vielleicht erzähle ich euch nochmal. Ich habe aus diesem Papier mir eine Ecke ausgeschnitten. Dann habe ich natürlich von diesen Quadraten welche benutzt. Einige sogar, glaube ich. Dann habe ich hier auf diesem Kalenderblatt den Falter und die Briefmarke ausgeschnitten. Von diesem Blatt habe ich auch eine Ecke genommen als Hintergrundpapier. Die habe ich alle ausgeschnitten, aber nicht alle benutzt, aber sehr, sehr viele. Also ist nicht viel übrig geblieben. Das habe ich mich abends vorm Fernseher, habe ich einfach mir eine Nagelschere genommen und habe die alle ausgeschnitten. Dann habe ich hiervon einiges genommen. Das habe ich mir auch vorher alles einmal ausgeschnitten. Und hiervon habe ich, glaube ich, nur... Doch, ich glaube, das habe ich benutzt und ein so ein schwarzes Hintergrundpapier. Und ich glaube, das war es, was ihr vorab wissen müsst. Und jetzt legen wir wirklich los. Für die erste Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich mir hier in diesem Hintergrundpapier, da sind sowieso Kaffeeflecken oder Teeflecken drauf, habe ich mir ein Stück ausgeschnitten in 14 x 9,5 cm. Dann hier dieser Briefumschlag. Die beiden Farnblätter oder drei Farnblätter und diese beiden Blüten. Und das bringe ich mir jetzt hier auf ein Miteinander auf der Karte an. So rum. Und fertig ist Karte Nummer 1. Da habe ich jetzt nur hier bei den Blümchen zwei kleine Glitzersteine drauf gemacht. Und das reicht mir so erstmal. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling in 13 x 13 cm. Dann habe ich dieses Hintergrundpapier in 12 x 12 cm. Und dieses fertige Quadrat, das ist 10 x 10 groß. Das kommt hier drauf. Und dann habe ich noch so ein paar Blümchen ausgesucht, die ich auch noch mit aufkleben möchte. Und fertig ist Karte Nummer 2. Für die dritte Karte habe ich wieder so ein Kartenrolling von Action einmal umgekrempelt sozusagen. Also die hellere Seite nach außen gefaltet. Dann habe ich, ja, der ist 10,5 x 15 cm groß. In 9,5 x 14 diesen Hintergrund mit diesen zarten Blümchen. Dann habe ich das ausgeschnitten und diese drei Blüten. Die kommen hier noch mit drauf und dann ist die Karte auch schon fertig. Das ist Karte Nummer 3, die lasse ich jetzt so. Hier finde ich, brauchst gar keine Glitzersteine. Ich finde das so wunderschön und
Genau, so ist die Karte fertig. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm, in 12x12 cm dieses wunderschöne Hintergrundpapier. Das ist, ich finde es so schön mit den Blumen, aber das ist natürlich auch so viel, das passte zu vielem gar nicht. Aber hierzu passte das ganz gut, weil das sehr ruhig ist. Und dann habe ich mir hier noch den großen Falte ausgeschnitten und den kleinen und die kommen hier noch mit drauf. Und fertig ist Karte Nummer 4. Für die fünfte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Ich habe dieses Hintergrundpapier in 10 x 14,5 cm. Dann habe ich mir hier dieses Rechteck ausgeschnitten. Dieses alte Papier soll das, glaube ich, sein. Habe mir da was drauf gestempelt. Und dann habe ich noch diese vier Blumen. Und die will ich jetzt dann so ein bisschen hier hinter raus gucken lassen, drüber gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Und fertig ist Karte Nummer 5. Hier habe ich es nicht so richtig hingekriegt, weil ich wollte, dass die so halb drüber gucken. Und ich kriegte die aber nicht da drunter gesteckt. Also habe ich das einfach mit Halbperlen verdeckt. Und ich finde, so ist es ganz gut. Für die sechste Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm. In 12x12 cm dieses Hintergrundpapier. Dann dieses Rechteck. Und die drei Briefmarken. Die eine ist von diesem Kalenderpapier und die anderen beiden von diesen einzelnen Sachen, die ich ausgeschnitten habe. Die bringe ich hier auf und dann ist gut. Und fertig ist Karte Nummer 6. Für Karte Nummer 7 habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. In 10 x 14,5 cm diesen Hintergrund. Der ist nämlich ganz leicht auch hier zu sehen. Das habe ich mir ausgeschnitten und einmal dieses hier. Das kommt hier drauf. Und da ich kein weißes Stempelkissen habe, schreibe ich mir was drauf mit einem weißen Fineliner. Mal gucken, wie gut das klappt. Thank you.
Und fertig ist Karte Nummer 7. So, für die 8. Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich hier aus diesem großen Bild eine Ecke ausgeschnitten in 14 x 14 cm. Und aus einer anderen Ecke von demselben Blatt habe ich hier mir Blümchen ausgestempelt, einfach damit die Farbe und sowas passt. Und hier habe ich mir noch was hingestempelt und die bringe ich dann hier noch so mit auf die Blumen. Und fertig ist Karte Nummer 8 und ich lasse die jetzt erstmal so. Ich weiß nicht. Sagt mir gerne mal eure Meinung, ob ihr da noch was drauf machen würdet oder ob ihr die so lassen würdet. Und wenn ja, was? Ich bin noch ein bisschen ratlos. Aber erstmal lasse ich sie jetzt so, Karte Nummer 8. Nummer 9 wird sehr blumig, sieht jetzt nur erstmal nicht so aus. Ein Kartenrolling in Weiß in 15 x 15 cm. Dann habe ich hier dieses Hintergrundpapier in 14 x 14 cm. Dieses fertige Rechteck und ein paar Blüten. Und die bringe ich mir dann hier oben drauf an. Und fertig ist Karte Nummer 9. Die gefällt mir richtig gut mit den schönen bunten Blumen. Die 10. Karte wird wieder etwas schlichter. Da habe ich den Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Diesen Hintergrund in 9,5 x 14 cm. Und diese drei Sachen ausgeschnitten. Und das bringe ich mir hier auf. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Glitzersteine mit drauf mache oder nicht. So, Karte Nummer 10 ist auch erstmal fertig. Die lasse ich erstmal so, wenn ihr der anderer Meinung seid. Schreibt mir das gerne. Für die 11. Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Hier habe ich mir den wieder umgeklappt, umgestülpt nach außen, die andere hellere Seite nach außen gemacht. Dann habe ich in 14 x 14 cm dieses Hintergrundpapier und dann diese ganzen Dinge ausgeschnitten und die bringe ich mir hier auf. Thank you.
Und fertig ist auch Karte Nummer 11. Für die 12. Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm. Dieses Hintergrundpapier in 12x12. Dann habe ich hier dieses fertige Quadrat. Diese zwei Blütenköpfe und ein Schmetterling. Und fertig ist Karte Nummer 12. Für die 13. Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich hier diese Ecke aus dem einen Papier, wo so ein, was so im Ganzen ist, in 9,5 x 14 cm. Dann habe ich das ausgeschnitten und ein Alles Gute drauf gestempelt. Und, ups, das kommt noch auf die andere Seite. Und schon ist Karte Nummer 13 auch fertig. Die 14. Karte wird wieder ein bisschen bunter. Da habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm, in 14x14 cm nochmal dieses schöne blumige Hintergrundpapier. Dann dieses Quadrat, die beiden Blüten und dieses Grün. Und das bringe ich hier dann gemeinsam auf. Das ist Karte Nummer 14, die lasse ich jetzt erstmal so, die gefällt mir nämlich so ganz gut. Und ja, noch eine habe ich für euch. So, für die 15. jetzt wollte ich sagen, für die 10. Karte, die haben wir ja schon fertig. Für die 15. Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 10 x 14,5 cm dieses mit den zarten Blümchen, dieses Hintergrundpapier nochmal. Dann habe ich hier dieses ausgeschnitten und habe mir hier was drauf gestempelt. Keine Sorge, das ist extra schräg, weil ich es schräg aufkleben will. Dann habe ich hier diese beiden, ich glaube, das sind so hier Notenblätter. So was kenne ich aus meinem Musikheft noch von früher. Die kommen hier so ein bisschen dahinter. Und dann habe ich noch diese drei blauen Blüten und die kommen oben drauf. So, fertig ist auch die 15. Karte. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal alle 15 Karten nacheinander. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Damit unterstützt ihr mich sehr und ich freue mich darüber wahnsinnig. Und wenn ihr weitere Videos sehen möchtet und nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Und ihr werdet immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und genau, jetzt legen wir nochmal los. Und ich zeige euch nochmal alle von vorn. Da haben wir Karte Nummer 1. Die zweite Karte. Karte Nummer 3. Schreibt mir auch gerne, welche euch am besten gefällt. Das finde ich immer interessant. Die vierte Karte. Karte Nummer 5. Und Nummer 6.
Karte Nummer 7 mit dem weißen Feinliner. Die 8. Karte. Na, irgendwas fehlt mir hier noch. Karte Nummer 9. Nummer 10. Die 11. Karte. Nummer 12. Karte Nummer 13. 14. Und die 15. Karte. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.